Wir sind Nilsa Travels und in diesem Video nehmen wir dich mit in den Center Parks Nordseeküste. Ja, moin hier von der Nordseeküste. Wir sind diese Woche im Center Parks auf der Halbinsel Butjadingen unterwegs und wir zeigen euch mal, was man hier so sehen kann. Ganz genau, aber erstmal checken wir jetzt ein. Der Center Parks Nordseeküste liegt auf der Halbinsel Butjadingen zwischen Bremerhaven und Wilhelmshaven. Es gibt dort mehrere verschiedene Arten von Unterkünften, sowohl Ferienhäuser von 4 bis 8 Personen als auch Hotelzimmer. Die 3 Arten von Ferienhäusern, die angeboten werden, sind Komfort, Premium und VIP. So, ich begrüße euch heute mal von hinter der Kamera. Wir machen nämlich heute eine kleine Roomtour in unserem VIP-Ferienhaus. Wenn man hier reinkommt, dann steht man hier erstmal im Eingangsbereich. Wir haben jetzt hier gerade schon mal so ein bisschen unsere Sachen abgeladen. Eine kleine Garderobe ist hier unter anderem. Dann gibt es hier ein erstes von insgesamt 2 Schlafzimmern. Ich gehe hier mal rein. So, natürlich mit einem riesengroßen Bett. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus alles. Schöne Holzoptik überall, schöne Wandfarbe. Dann gehen wir hier drüben rein. Hier ist nämlich auch das erste von 2 Badezimmern. Hier rauscht es jetzt direkt ein bisschen, deswegen machen wir das auch nur ganz kurz und gehen dann direkt wieder raus. Und dann geht es hier rechts rüber in den Wohnbereich, sage ich jetzt mal, wo wir hier eine kleine Küche haben mit einem Stuhl für die Isabelle und dem Herd. Geschirrspüler ist natürlich dabei, Waschbecken ist dabei. So, dann haben wir hier hinten eine kleine Wohnecke. Achso, ja, natürlich ein Esstisch darf natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir hier noch einen sehr schönen Kamin mit auch ein bisschen Feuerholz dabei. Müssen wir nachher mal versuchen, ob wir den angeschmissen bekommen. Hier draußen haben wir auch nochmal ein bisschen Garten. Das ist jetzt natürlich im Winter nicht so passend für uns. Aber im Sommer könnte man da auch grillen. Im Sommer könnte man da grillen, sagt die Isabel gerade. Das würden wir sicherlich auch machen, aber dafür ist es leider jetzt gerade ein bisschen kalt. Ja. Dafür machen wir nachher Raclette. So, und jetzt, bevor der Akku gleich leer ist, gehe ich mal jetzt schnell die Treppen nach oben, die quietschen ein bisschen. So, und dann haben wir hier das zweite Schlafzimmer in der zweiten Etage quasi. Mit unter anderem einem Kinderbett, aber auch noch ein Bett für Eltern. Einen kleinen, ja, ich sag jetzt mal Schminktisch. Kleiderschrank ist natürlich auch da. Dann hat man hier eine kleine Aussicht noch nach draußen. Dann gibt es hier, das ist im Endeffekt nichts Wildes, auch nochmal eine Toilette. Und ja, so eine kleine Abstellkammer mit, ja, so ein bisschen, was man halt so braucht. Besen, Staubsauger etc. Und das Highlight der ganzen Wohnung bzw. des Hauses, dieses Badezimmer. Mit, ja, hier so einem kleinen Whirlpool quasi und hier unter anderem auch noch mal eine Dusche und natürlich aber auch, Moment, ich mache einmal Licht an, eine eigenen Sauna, das zeichnet diese VIP-Ferienhäuser unter anderem aus. Wenn dir das Video gefällt, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf den Daumen nach oben zu drücken. Ja, guten Morgen hier aus unserem Ferienhaus. Wir haben ja hier ein VIP-Ferienhaus, so nennt sich das. Und bei dem VIP-Ferienhaus ist eine Brötchenlieferung inklusive. Es gibt pro Person 2 Brötchen, ein helles und ein Vollkorn. Aber auch wenn man ein normales Ferienhaus hat, kann man die Brötchen einfach an der Rezeption kaufen. So, es ist jetzt Abendessenzeit hier in unserem Ferienhaus bei Center Parks und wir haben uns heute was ganz Besonderes bestellt und zwar nennt sich das hier Center Parks Fun Cooking. Es gibt mehrere Fun Cookings zur Auswahl. Ja, unter anderem Barbecue, Steingrill und Fondue und Raclette. Und wir haben jetzt das Raclette hier. Das läuft eigentlich ganz simpel ab. Ihr geht einfach nur zur Rezeption, sagt, ihr wollt das haben. Dann werdet ihr hier zum Restaurant geschickt. Könnt das dann da bestellen. Das ist so ein kleines Blatt, was ihr einfach ausfüllen müsst. Wo dann drin steht, was ihr haben wollt, beziehungsweise für wie viele Personen etc. etc. Kostet. Also was kostet. 25 Euro pro Person. Genau, für Erwachsene. Für Kinder sind es 10,95. Ja. Und dann könnt ihr dieses Formular einfach ausfüllen, abgeben und dann werdet ihr am Tag eurer Wahl mit einem Raclette ausgestattet und noch ein paar Sachen und mit die zeigen allem, wir euch was jetzt. Man braucht. Neben dem angebotenen Fun Cooking gibt es noch weitere Möglichkeiten zum Speisen vor Ort. Im Market Dome gibt es das Café und Bistro, das italienische Restaurant O Giulia und das Burgerlokal Wattenburger. Diese Speisen kann man auch zum Mitnehmen bestellen oder sich für einen kleinen Aufpreis sogar bis ans Ferienhaus liefern lassen.
Im benachbarten Market-Restaurant gibt es außerdem jeden Tag zum Frühstück und zum Abendessen ein wechselndes saisonales Buffet. Das Abendbuffet kostet 29,90 € pro Erwachsenen und inkludiert auch Getränke. Ansonsten gibt es aber auch im Ort Tossens leckere Essensmöglichkeiten, nur wenige Gehminuten vom Center Parks entfernt. Wir empfehlen besonders Fischbrötchen von Fisch und Meer und Abendessen im Restaurant zur Nordseeklause. Zur Selbstverpflegung gibt es fußläufig erreichbar auch den Supermarkt Markant in Tossens. Das Frühstück ist beendet und jetzt gehen wir erstmal hier im Center Parks eine Runde ins Schwimmbad. Und wir haben schon eine kleine Aussicht gesehen, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool und vor allen Dingen ziemlich groß aus, auch mit Wasserrutschen und so. Ich bin schon mal als Kind im Center Parks gewesen, da fand ich das Schwimmbad auf jeden Fall ziemlich cool. Jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Mit einer Fülle an Wasserrutschen und Erlebnisbecken ist das Aquamundo der perfekte Ort für Entspannung und Spaß. Die tropische Badelandschaft bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Darunter drei rasante Rutschen für die Mutigen, ein lustiges Wellenbad, die Reifenrutsche Crazy River und sogar einen zubuchbaren Saunabereich. Für die Kleinsten gibt es einen speziellen Kinderbereich mit flachem Wasser und lustigen Spielgeräten, die für sicheren Wasserspaß sorgen. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Kanalmitglieder Geh Raus und Silvia Janssen. Eure Unterstützung macht Ausflüge wie diesen überhaupt möglich. Wenn auch du unseren Kanal unterstützen möchtest, findest du den Link in der Videobeschreibung. Hier im Center Parks Nordseeküste kann man auch viele Aktivitäten buchen. Eine davon ist die Wattwanderung und die machen wir jetzt gleich mal. Ja, wir sind schon sehr gespannt. Wir stehen jetzt hier schon Richtung Strand, treffen uns jetzt gleich mit unserer Wattführerin quasi und machen dann mit ihr gemeinsam diese Führung. Wir sind schon sehr gespannt. Die Wattwanderung mit einem Nationalparkführer dauert ungefähr 2 Stunden und ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder sehr interessant. Von Wattwürmern über Muscheln bis hin zu kleinen Krebsen. Die Wattwanderung bietet einen Einblick in das faszinierende Ökosystem. Wir sind bei Flut losgezogen und konnten im Laufe der Wanderung selber sehen, wie schnell das Wasser wiederkommt. Dank unserer Nationalparkführerin mussten wir uns nur Gedanken um nasse Füße machen und nicht um unsere Sicherheit. So, es ist nach wie vor sehr stürmisch, hat auch in der Zwischenzeit angefangen ein bisschen zu regnen. Wir haben die Wattführung aber mittlerweile abgeschlossen, sind wieder auf dem Rückweg. Wie hat es dir denn gefallen? Es war richtig schön, aber festes bzw. am besten hohes Schuhwerk ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir haben jetzt unsere Wanderstiefel angezogen und es ging gerade so gut mit den trockenen Füßen. Ja, auf jeden Fall. Viele Gummistiefel sind schon besser. Viele hatten Gummistiefel dabei, die haben aber ein höheres Potenzial stecken zu bleiben. Deswegen muss man sich bewusst sein, dass man eventuell dann stecken bleibt. Die haben wir ein Seil dabei und auch so eine kleine Forke quasi, mit der man einen dann wieder ausgraben kann. Also das ist möglich. Was ich persönlich noch ganz interessant fand, man sieht hier im Hintergrund zum Beispiel so ein kleines Toilettenhäuschen. Wenn hier Hochwassersaison ist, dann ist es tatsächlich so, dass diese Kabinen, hier überall Häuser, wasserdicht verschlossen werden, weil das Wasser so hoch ansteigt, dass diese Toilettenhäuser und auch andere Gebäude hier komplett bedeckt sind. Das fand ich persönlich sehr, sehr krass, dass das Wasser halt eben so bedrohlich ist, dass da so eine Bedrohung von ausgeht. Haben wir gerade eben gelernt. Wie gesagt, war sehr spannend. Sehr beeindruckend, ja. Der Park bietet auch einige sportliche Aktivitäten, wie beispielsweise Bowlen und Minigolf, sowie weitere Sportarten auf den Indoor- und Outdoor-Plätzen. Eine besonders entspannende Auszeit bietet das Wellnarium am Meer.
Hier gibt es verschiedene Wellnessbehandlungen wie Massagen, Packungen und mehr. Aber der Centerparks Nordseeküste eignet sich auch perfekt für Ausflüge, entweder auf der Halbinsel Budjadingen oder auch in die umliegenden Städte. Im Herbst und Winter lädt Burhave mit dem Wattensteg auf einen Spaziergang ein, während im Sommer hier am Badestrand Nordseelagune einiges los ist. Ja, wir machen jetzt hier gerade einen der Ausflugsziele, die man vom Centerparks aus erreichen kann. Und zwar den Naturerlebnispfad Langwalder Kronen durch den Nationalpark Wattenmeer. Und ja, an diesem wunderschönen Novembermittag ist hier niemand außer uns. Es ist, wie man vielleicht im Hintergrund erkennen kann, natürlich auch ziemlich grau und auch so ein bisschen verregnet, so ein bisschen nass. Wir mussten gerade schon so ein bisschen die Linse von der Kamera putzen. Ja, und umso schöner, dass wir uns dann gleich auch in der Sauna ein bisschen aufwärmen können. Mit etwas Glück kann man im Langwader Groden sogar Robben sehen. In Fedderwader Siel kann man im Krabbenkutterhafen jeden Tag die Fischer beobachten. Oder erfährt im Nationalparkhausmuseum alles über das Wattenmeer. Besonders im Sommer ist auch der Aussichtsturm Oberfeuer Preußeneck ein tolles Ausflugsziel. Ja, während im Hintergrund gerade noch das Kaminfeuer lodert, war es das auch schon mit unserem dieswöchigen Video. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind ja im Rahmen unseres Nordsee-Küstentrips auch noch in Cuxhaven und in Stade gewesen. Die Videos gibt es dann demnächst bei uns auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.